Herzlich willkommen zum heutigen Heimspiel unserer HSG Krefeld, die Eagles gegen den GWD Minden 2. Ein erneut wichtiges Spiel für unsere Eagles im Kampf um die Meisterschaft. Wir hoffen natürlich auf 2 Punkte und eine richtig gut gefüllte Halle. Draußen ist schon jede Menge los und wir freuen uns dann, wenn gleich das Spiel losgeht. Herzlich willkommen und auf ein tolles Heimspiel hier in der Glockenspitzhalle in Krefeld. Nochmal einen Riesenapplaus für seine Tore heute, für seine Leistung. Schuppe, wie hast du selber das Spiel gesehen? Ja, dass wir heute mit 8 Toren gewinnen durften, darüber freuen uns sehr. Es war eine homogene Mannschaftsleistung, alle haben gekämpft, gefightet. Und letzten Endes würde ich auch behaupten, dass der Sieg auch, dass wir uns den verdient haben, dass wir heute gewonnen haben. So, da kommen wir direkt zur Pressekonferenz des heutigen Spiels. HSG Krefeld gegen die TSV GWD Minden 2. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Trainer von Minden, Moritz Schepsmeier, und natürlich auch unseren Trainer Ronny Rogaska. Und nach einem 35-27 können wir, glaube ich, hier in der Halle zufrieden sein. Moritz, wie hast du selber das Spiel gesehen? Ja, guten Abend und herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft aus Krefeld, die sicherlich verdient und auch in der Höhe verdient gewonnen hat. Ich glaube, neben einzelnen Aktionen in der ersten Halbzeit ist es meiner Mannschaft nicht wirklich gelungen, präsent zu sein auf dem Feld. Wir haben zu oft Nachlässigkeiten gehabt, haben unser Angriffsspiel zu selten auf den Punkt auch zu Ende gespielt und waren insgesamt auch zu verhalten, vielleicht nicht mutig genug. Da hätte ich mir von meinen Angreifern etwas mehr Tempo und Zug zum Tor erwartet. Und in der Abwehr haben wir häufig Situationen gehabt, wo wir Zweikämpfen aus dem Weg gegangen sind, anstatt sie aktiv zu suchen. Und Krefeld ist schlau genug und gut genug, um das auch spielerisch und individuell zu nutzen. Ronny, wie hast du das heutige Spiel gesehen? Ja, erstmal danke für den Glückwunsch und schönen Tag. Ja, ich habe es gesehen, dass wir haben heute, glaube ich, der beste erste Halbzeit gespielt in meiner Regie, wo ich hier bin. Das war ja eine Halbzeit, wo Simon Czupinski hat wirklich einen richtig guten Regie geführt und wir haben auch vorne auf den Punkt gebracht. Was dann noch dazu kam, war dann auch, dass ich glaube, jeder gefühlte Abpraller ging auch zu uns und wir konnten dann auch da immer Tor machen. Hinten im Abwehr haben wir einen sehr, sehr guten 5-1 gedeckt und das Ziel war einfach, richtig Druck auszuüben auf die jungen Spieler von Minden. Und diese Rechnung ist gut aufgegangen, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit, fand ich, war ja so typische Halbzeit, wenn man so mit 10 Toren führt. Da ging es dann darum, einfach ein bisschen hier und da zu spielen. Aber wir haben ein gutes Ergebnis am Ende erzielt und haben heute einen verdienten Sieg gegen einen sehr guten Gegner, die normalerweise auch mehr prestieren. Aber wir nehmen die 2 Punkte mit und sind froh, dass wir jetzt heute gewonnen haben, zu Hause und ungeschlagen sind. Ich bedanke mich für die Unterstützung. Schönen Tag noch. Tschüss. Wir sehen uns wieder hier zu einem tollen neuen Handballfest. Schönen Abend noch und kommt gut nach Hause. Wir sehen uns wieder. Tschüss.